Kapitel 15. Latias. Die große Wiedervereinigung. Schnellen Schrittes verließ Ivy das Lager des Stammes, mit uns allen im Schlepptau. Eine Weile sagte keiner etwas. Es war uns allen klar, dass Ivy, trotz dass sie ihre rechtmäßige Rolle wiedererhalten hatte, nicht sonderlich glücklich über die Ereignisse des Tages war. Unser Ziel war natürlich das Portal, über welches sich diese Welt erreicht hatte. Nach einigen stummen Minuten entschied sich unser überraschendster Begleiter, also Spark, dafür, seine Gedanken zu der Situation preiszugeben. Also, ich finde, du hast die für alle Parteien beste Entscheidung getroffen. Jeder kann mit diesem Ergebnis zufrieden sein. Meinst du wirklich? Du kommst doch selber aus dem Stamm. Du musst doch auch wissen, wie die Dinge dort normalerweise sind. Was, wenn Groudon während meiner Abwesenheit irgendetwas anstellt? Wir haben Groudons frühere Taten zusammen erlebt. Wir wissen auch, wozu er fähig ist. Aber denk doch mal so. Er hat jetzt beinahe 3 Jahre an der Spitze des Stammes gestanden und sich dabei keine Feinde gemacht. Warum sollte er es jetzt gerade machen? Außerdem ist Blatt ja auch noch da. Ich bezweifle stark, dass er so etwas zulassen würde. Der Name ihres Bruders ließ Ivy kurz zucken. Funkenherz war die Erste, die aussprach, was wir alle dachten. Wir wissen, dass du dich von ihm verraten fühlst, aber Onkel Blatt verrät dich nicht und würde es auch nie. Obwohl er Groudon selber zur Seite stand, war er bereit, ihn zu bekämpfen, um dir zu helfen. Er hatte keinen Grund, sich vorher gegen Groudon zu stellen, deshalb hat er mit ihm zusammengearbeitet, um dem Stamm zu helfen. Kurz atmete Ivy durch. Ihr habt ja recht. Danke, euch allen. Ihr habt mir geholfen, diese alten Dämonen zu vertreiben. Und ich habe endlich die wahre Kraft in mir entdeckt. Ich bin jetzt bereit, mich zu revanchieren und im Krieg alles zu geben. Schon bald kamen wir an dem Portal an, welches zurück in unsere Welt führen würde. Bulbi, Scheinux, Funkenherz, sicher ist richtig, dass ihr bei unserer Ankunft euren eigenen Weg weitergehen werdet? Nein, noch nicht. Wir werden mit nach Silberdorf kommen. Es liegt vom Portal aus näher als Metro City und wir brauchen, denke ich, eine Pause. Außerdem kann ich mir gut vorstellen, dass Hydropie und Lord Ecke sich Sorgen wegen uns gemacht haben. Sie haben ja von Funkenherz kleinem Ausflug mitbekommen. So schnell würden sich unsere Wege also noch nicht trennen. Und auch der Moment der Wahrheit würde bald kommen. Günther. Auch er würde in unsere Reihen zurückkehren. Er würde unsere Gruppe im neuen Krieg leiten. In der Hoffnung, dass diese Schlacht harmloser werden würde als die letzte. Und auch wenn sie es nicht tat, verlieren kam nicht in Frage. Wir würden gewinnen, egal wie schwer es werden würde. Kaum hatten wir das Portal betreten, machte ich etwas, von dem ich mir schon bereits dachte, dass es durchaus sinnvoll wäre. Nun, wo wir wieder in derselben Welt waren, konnte ich Latios telepathisch erreichen. Latios, hörst du mich? Ein Moment war es still, doch nach wenigen Sekunden hörte ich die Stimme meines Bruders. Latias, bist du das? Bist du wieder zurück? Ja, wir sind gerade durch das Portal zurückgekehrt. Ich werde vorfliegen und in wenigen Stunden da sein. Diese Aussage war auch ein wenig an meine Freunde gerichtet, die allesamt kurz zustimmend nickten. Ich hielt mein Versprechen an Latios ein und flog sofort los. Die Reise ging deutlich schneller als auf dem Hinweg, auch da ich mich dieses Mal kein bisschen schonte. Mit höchster Geschwindigkeit flog ich über Wälder und Wiesen hinweg, bis in der Ferne das kleine heimische Dorf in Sichtweite kam. Die anderen würden sich auch beeilen, daher rechnete ich damit, dass sie rund 3 bis 4 Stunden nach mir eintreffen würden. Diese Zeit würden wir nutzen, um bereits einen Plan auszuarbeiten. Anschließend würden wir wohl noch eine Nacht hier verbringen, bevor wir abreisen würden. Als ich auf dem Dorfplatz landete, etwas unsanft, wie ich gestehen muss, wurde ich bereits empfangen. Latios, Hydropie und Lord Ecke hatten sich versammelt. Nach einer kurzen Begrüßung kamen die beiden Gruppenanführer, also ich und Hydropie, zum Gespräch. Latios meinte vorhin, dass du erzählt hättest, du wärst nicht alleine. Hast du Ivy wirklich gefunden? Ich will dich nur mal kurz daran erinnern, dass du dich am Anfang der Reise noch beschwert hattest, dass ich viel ineffizienter wäre. Du hast offensichtlich 2 von 3 Teammitgliedern gefunden. Ich habe 2 von 1 gefunden. Aber darüber müssen wir noch reden. Natürlich war meine Aussage eher sarkastisch gemeint, was die anderen offensichtlich auch verstanden. 2? Wie hast du das denn bitte angestellt? Lange Geschichte. In Kurzfassung habe ich erst Ivys Bruder getroffen, mit dem ich zusammen auf die Suche gegangen bin. Auf dem Mischkontinent haben wir Bulbi, Scheinux und Funkenherz getroffen,
Ihnen allen geht es gut und sie haben uns begleitet. Dabei haben wir Bulbys Eltern getroffen und die drei haben Frieden geschlossen. In der Gilde hat sich Spark dann angeschlossen, um sich bei Ivy für sein Fehlverhalten zu entschuldigen. Er will uns auch weiterhin begleiten. Wir haben Ivy gefunden und ihr geholfen, ihre wahre Macht zu entfalten, bevor wir uns mit Groudon versöhnt haben, der jetzt zusammen mit Ivys Bruder den Stamm leitet, bis Ivy zurückkehrt. Meine Zusammenfassung schien exakt so anzukommen, wie ich es erwartet hatte. Das Einzige, was ich verstanden habe, ist, dass ihr das Erbe des Drachen gefunden habt und dass Spark uns begleitet. Den Rest musst du uns nochmal erklären. Einige Erklärungen und Planungen füllten somit die nächsten paar Stunden, bis langsam auch der Rest eintraf. Nach weiteren Begrüßungen, bei denen mir allerdings stark auffiel, dass Spark allerdings hauptsächlich daneben stand. Zumindest bis Ivy ihn überredete, auch dazu zu kommen, begann ich mit der endgültigen Erklärung. Also, für heute Nacht bleiben wir noch hier. Morgen nehmen wir das Portal direkt hier im See, um in die dunkle Welt zu reisen. Dort werden Dark und Black auf uns warten. Sie werden uns erklären, wie sie sich unsere Reise in der dunklen Welt vorstellen. Aber vorher, nun wo wir alle versammelt sind... Günther. Günther? Wie Günther? Den hast du bisher nicht in einem Wort erwähnt. Wir planen auch Günther zurückzuholen. Er wird uns im Krieg anführen. Wenn irgendjemand das kann, dann wohl er. Deshalb brauchen wir ihn. Wenn wir unsere gesamte Willenskraft zusammennehmen, uns alle genau fokussieren, kann es uns möglich sein, ihn zurückzuholen. Er wird es verstehen. Ja, wir haben ja verstanden. Können wir endlich anfangen? Lord Ecke war offensichtlich sehr ungeduldig, was ich allerdings auch nachvollziehen konnte. Klar, also versammelt euch bitte alle. Spark, du kanntest Günther nie wirklich. Du kannst mitmachen, wenn du willst, musst es aber nicht. Er wirkte selber etwas unschlüssig, ein kurzes Kopfzeichen von Ivy überredete ihn allerdings, uns beizutreten. Nun schließt alle die Augen, konzentriert euch auf Günthers Aura. Auf die besondere Aura, die nur wenige Wesen besitzen. Die braune Aura. Wenn wir alle unseren vollen Fokus geben, können wir ihn so vielleicht wieder zu uns bringen. Alle verstummten. Jeder konzentrierte sich, so stark er oder sie konnte. Und ich spürte bereits, wie die Aura stärker wurde. Die braune Aura der Helden, die in unsere Welt eintrat. Und auf einmal war es rum. Und in unserer Mitte stand ein Pokémon. Ist das Günther? Er sieht so anders aus, als ihr es mir erklärt habt. Ja, das liegt daran, dass er es nicht ist. In unserer Mitte stand ein offenbar extrem verwirrtes Riolu. Wo zur Hölle bin ich auf einmal? Und warte, euch kenne ich doch. Was geht hier gerade vor sich? Wer bist du? Seit wann könnt ihr reden? Was geht hier auf einmal ab? Latias, wo ist Günther? Wieso ist dein Plan schiefgegangen? Ich habe keine Ahnung. Die stärkste braune Aura der Menschenwelt ist Günther. Und diese Aura habe ich anvisiert. Wie, wovon redet ihr? Ihr seid doch die Pokémon, die Günther damals im Krieg begleitet haben, oder? Du kennst uns? Aus dem Krieg? Wie das denn? Ich will Erklärungen. Wieso erkennt ihr mich nicht mal? Ich war ein Mitstreiter. Erinnert ihr euch nicht mal an euren stärksten Gegner? Den Pokémon-Champion? Also das mit dem Erkennen wird schwer. Du siehst nämlich... etwas anders aus. Guck dich mal an. Das Pokémon, welches anscheinend tatsächlich Günthers Bruder Olaf war, lief ungeschickt zum See und blickte hinein. Was habt ihr mit mir gemacht? Warum bin ich ein Pokémon? Das wüsste ich auch gerne. Wir wollten Günther herbringen, nicht? Dieses eine Mal wirkte Olaf tatsächlich schockiert. Ihr wolltet ihn jetzt herholen? Ja. Gibt es ein Problem damit? Ja. Er ist seit Monaten weg. Ich dachte, er wäre schon längst wieder hier. Erschrocken sah ich Latios an. Deswegen hat das Ganze nicht funktioniert. Günthers Aura war nicht in der Menschenwelt. Seid ihr dann fertig? Könnt ihr mich endlich zurückbringen? Das ist so ein Thema... Es geht nicht. Was meinst du? Ihr konntet mich herbringen. Dann könnt ihr mich ja wohl auch wieder zurückbringen. Nein, es muss viel Gedankenkraft an einem Punkt versammelt werden. Wir können unsere Gedankenkraft aber nicht in einer anderen Welt sammeln. Nur hier, wir können dich nicht zurückschicken. Erst wollte der ehemalige Pokémon-Champion weiter argumentieren, aber Hydropi kam ihm zuvor. Soll ich dir was sagen, Latias? Mit dieser Aktion hast du komplett verkackt.
Jetzt ist ein unbeteiligter Unschuldiger in dieser Welt gelandet und von Günther haben wir keine Spur. Unbeteiligt? Ich wäre mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Auf meiner Reise in der anderen Welt habe ich ein Pokémon getroffen, das mir etwas erzählt hat. Und zwar sollte jemals ein Mensch wieder diesen Weltenbaum erreichen. Dann solle er die Pokémon aufsuchen. Rayquaza habe ihn befohlen zu warten und den Menschen zu lehren. Rayquaza? Der Rayquaza. Mein Mitstreiter. Wenn er das wirklich gesagt hat, dann... Wisst ihr was? Meinetwegen. Ich habe das Gefühl, dass Günther auch irgendwie mit all dem hier zusammenhängt. Also bringt mich zu den Pokémon. Ich werde auch kämpfen. Lord Ecke sah aber schnell ein großes Problem in dem Plan. Aber wir müssen all unsere Kämpfer in die dunkle Welt schicken. Wir können nicht noch mehrere Wochen warten. Dann spalten wir uns eben wieder auf. Einer von uns begleitet Olaf. Je weniger, desto besser. Der Rest reist in die dunkle Welt. Und wir kommen danach. Das wäre natürlich auch eine Überlegung wert, aber wer... Erst jetzt fiel mir Hydropis Betonung auf. Warte, sagtest du gerade wir? Willst du etwa Olaf begleiten? Ja, in der dunklen Welt braucht ihr starke Krieger. Nicht mich. Mich könnt ihr am ehesten entbehren. Außerdem bin ich anscheinend der Einzige, der hier wirklich nachvollzieht, dass wir Olaf eigentlich echt was schuldig sind. Die anderen wirkten ebenso unsicher wie ich. Wir brauchen wirklich jeden, wenn wir nur zu fünft in die dunkle Welt reisen. Dieses Problem löste sich jedoch sofort. Wenn auch auf sehr unerwartete Weise. Acht, wir kommen auch mit. Bulbi dachte offenbar dasselbe wie ich in diesem Moment auch. Nein, Funkenherz, wir hatten einen Deal. Wir sagten, dass wir nur mitreisen, bis das Team wieder vereint ist. Funkenherz war ihren Eltern jedoch einen Schritt voraus. Nein, wir sagten, bis das ganze Team wieder vereint ist. Und ich sehe hier weder Günther noch Seemops. Es ist nicht das ganze Team vereint. Also geht das Abenteuer weiter. Während Bulbi schockiert wirkte, hatte ich den Eindruck, dass Shinnok eher amüsiert war. Latias, du stimmst mir auch bestimmt zu, oder? Ivy, Lord Ecke, Latios? Ich war froh, dass anscheinend tatsächlich alle dasselbe dachten. Also, Deal ist Deal. Funkenherz ist im Recht. Es sieht für mich ganz so aus, als hätte eure Kleine euch da ziemlich übers Ohr gehauen. Ganz meiner Meinung. Ich verstehe, wenn ihr euch Sorgen macht, aber... Da müsst ihr nächstes Mal wohl auf die Details achten. Ich sag's ja nur ungern, aber ihr wurdet komplett ausgespielt. Tja, viel hinzufügen kann ich da nicht. Ich war selber bei der Abmachung dabei. Aber wir sind ja alle auch da. Zusammen stehen wir das schon durch, nicht? Es war keine Frage, dass Bulbi immer noch nicht glücklich über diese Lage war. Funkenherz hingegen wirkte sehr siegessicher. Sie wusste, diese Debatte hatte sie gewonnen. Bulbi wandte sich an den Letzten, der sich noch auf ihre Seite stellen könnte. Ihren Lebenspartner Shinnok. Aber ich hatte mir das Grinsen auf seinem Gesicht offenbar nicht eingebildet. Früher waren wir noch nicht so leicht übers Ohr zu hauen. Wir müssen wohl erst wieder reinkommen ins Abenteuer ran. Bulbi blieb nun langsam auch nichts anderes mehr übrig, als nachzugeben. Sie merkte selber, dass sie auf dem verlorenen Posten stand. Na gut, dann reisen wir mit euch, Latias. Aber bitte versprecht mir, dass ihr alle helfen werdet, auf Funkenherz aufzupassen, ja? Das ist keine Frage. Natürlich tun wir das. Also ist dann alles bereit? Können wir aufbrechen? Fast. Wie wär's mal mit einer Info, wo wir hin sollen? Ich hab keine Ahnung von dieser Welt. Geht zum Inselkontinent in der anderen Welt. Dort gibt es eine Insel, die einen Regenwald, einen Vulkan und eine Strandhöhle hat. Am Vulkan wartet das Pokémon. Das Portal bringt euch zum Waldkontinent. Ihr findet bestimmt jemanden, der euch weiterhelfen kann. Ansonsten müsst ihr einige Tage warten, bis das Schiff fährt. Es fährt vom Waldkontinent direkt zur Insel. Alles war bereit. Der Aufbruch in die dunkle Welt stand an. Jedoch letztlich doch nicht für alle. Günther war nicht hier. Hydropi würde wieder eine eigene Reise antreten. Und nun fiel mir erst wirklich auf. In Günthers Abwesenheit wäre es meine Aufgabe, diese Gruppe zu führen.